Erstmal sehen, was so ein paar kleine Booster für einen Unterschied machen. Ja. Der Kurs sieht relativ gut aus. Auch langsam auf Bahngeschwindigkeit. Und Abwurf. Früher werden die richtige Bahnen drehen, umso effizienter wird die ganze Aktion. Ich glaube trotzdem nur, dass wir mit dem Teil wahrscheinlich nur einen Mond, also nur einen Planetenorbit hinkriegen. Echt Probleme mit der Steuerung hier. Mach die Thruster an. Wäre eine Möglichkeit, aber die sind auch sehr ungünstig. Muss mal gucken, nicht dass wir können, glaube ich, ihn abschmeißen wieder. Nö, Ja. nö, da ist noch ein bisschen was. Einen runden Orbit raus. Weg und ein bisschen aufholen lassen. Hatte ich da an der AFO brennen, damit wir effektiver werden. Aber du hast doch noch ja keine volle Umrundung, oder? Nee. Ja, gut, brauchst du ja auch anscheinend nicht.
100 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsänderung ist nicht allzu viel. Sollte man relativ geschillt hinschaffen. Wir sind dann aber noch nicht beim Minmus. Ja, das kommt noch. Hast du Treibstofflager in der Erdatmosphäre? Nein. Ich wollte gerade dir klar machen, dass wir dafür nur knapp 800 Meter pro Sekunde brauchen, wir noch über 1000 in der Stage drinne haben. Bist du sicher, dass wir so viel? Ja. Und was macht dich da so sicher? Dass wir mit der ungefähr der Last und der Menge Treibstoff bisher immer geschafft haben. Und noch was übrig hatten am Ende. Wir haben oft genug gehabt, dass die Station, mit der wir jetzt fliegen, schon alle war, bevor wir den Planeten verlassen haben. Meistens war die alle beim, bei den Orbitern war das doch, oder bei den Ländern war das doch immer, dass die immer auf dem Wege alle war. Nee, nee. Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen damit. Weißt du was, vergiss Minmus. Wie? Wir versuchen es mit dem Mond. Wieso jetzt im Mond? Weil wir zu viel für die Bahnanpassung verbrauchen, dass es dann klapp werden könnte. Das habe ich doch die ganze Zeit erzählt. Hier brennen, dann brauchen wir keine Bahnanpassung machen. Aber der 30, aber der 45 Grad und so. Oh, das sieht gefährlich aus. Wir machen auf halbem Weg nochmal eine Bahnanpassung. Aber im Prinzip bist du doch jetzt schon im Magnetfeld drinne. Ja.
Also im Einflussfeld. Im Einflussfeld. Und nach möglichst äquatorialen Orbit haben, damit wir später leichter hinkommen. Stimmt. Aber obwohl ein Polarorbit wäre cooler. Ist aber dann wesentlich schwerer, damit zu docken und weitere Missionen zu machen. Das macht die unendlich kompliziert. Ineffektiv. Die NASA kriegt das doch auch hin. Die dockt nicht mit den Dingern in Polarorbit. Was ist die ISS? Gut, ja. Okay, das geht dann davon aus, dass sie zur richtigen Uhrzeit auf dem Boden schon abheben. Richtig. Und so genau können wir nicht arbeiten. Okay, Punkt für dich. Wir können nicht quasi zur... Stimmt, die müssen das ja immer machen. Deshalb ist ja immer das Startfenster so beschissen clean. Deshalb sie dann auch immer... Ja. Gut, ein bisschen Zeitraffer. Ein 1 Minute 22 Burn. Ich bin gespannt, ob der Sprit reicht dafür. Aber müsste eigentlich. Ich hätte nur ein bisschen Sorgen, dass unsere Kapsel halt ein bisschen zu schwer ist. Ich habe schon extra wenig eingepackt. Nach dem Motto, was fehlt, können wir andocken. Mal schauen, wie gut das passt. Also ich wäre ja wieder mit den Rocco-Max-Dingern hingeflogen. Ja, aber das Ding wäre teurer geworden, wir hätten eine andere Startbahn gebraucht und so weiter. Und wir hätten dann keinen finanziellen Spielraum mehr, um weitere Raketen mit Versorgungsgütern zu starten. Da hast du was dann letztes Mal unser Problem war. Stimmt, weshalb wir dann wieder irgendwelche Missionen annehmen mussten. Genau. Sieht gut aus, das müssten wir eigentlich schaffen. Aber auch nicht einer so schnell Sprit, wie ich eigentlich dachte. Sache, wir haben über 1000 Delta V hier in der Kiste. Ja, haben wir gerade 800 machen wir gerade. 800 ne? machen wir gerade, ja. Meinen letzten Rest des Burns möglichst genau zu machen. Denke ich im Schub runter. Haben wir einen Encounter? Sieht so aus. So, jetzt haben wir hier nämlich unsere Ascending Node für die Bahnanpassung. Jetzt hier mitten auf dem Weg, da ich das für uneffektiven, aber halt nicht genau bahngetreuen Burn gemacht haben. Jetzt machen wir hier die Bahnkorrektur, indem wir hier brennen, bis das Ding auf 0 Grad runter ist. Und dafür brauchen wir bloß einen ganz geringen Schub und plötzlich sind wir hier auf der geraden Bahn statt auf einer geschwungenen. Wie du an der gestrichelten Linie siehst. Ja. Neue Periapsis ist auch nur 750.000, ist vollkommen in Ordnung, aber wir haben eine gerade Bahn mit 0 Grad Neigung. Und wir brauchen eine 5 Meter pro Sekunde Verschiebung. Was hier dicht dran wesentlich mehr gekostet hätte. Hast du ja gesehen, viel Min muss die Bahnkorrektur war über 200 Meter pro Sekunde. Ja. Gut. Dann, richten wir uns mal grob aus.
und machen ein Warp zum Manöver. Ja, da ist X mit Strichen. Dreieck mit Strichen. So. X mit Strichen, wie sieht denn sowas aus? Haben X meistens nicht immer Striche? Ich glaube, ein X mit Strichen wäre ein Hakenkreuz, oder? Ja. Naja, kommt drauf an, welche Richtung die Striche zeigen. Oh, du driftest ab. Ja, ich glaube, das RCS ist dran schuld. Eigentlich dicht genug dran, dass es scheißegal ist, ob wir genau drauf sind oder nicht. Vorsichtig rennen. Wir sind ja über den Tag unterwegs, ja. Da kommt es auf 30 Sekunden Genauigkeit nicht mehr an. Ich möchte auf den Knoten so gut wie es geht drauf sein. Ja, das wird schon äquatorial. Wir kommen dahinter rum. Das heißt, wir haben einen Gegenuhrzeigersinn-Orbit, was gar nicht so schlecht ist. Zumindest, wenn man docken will. Weil wenn wir dann mit anderen Raketen dann wieder rausbrennen aus diesem Orbit, haben wir den Vorteil, dass wir weniger Schub brauchen, weil das, was uns aus dem Orbit rausbeschleunigt, gleichzeitig entgegen dem Erdorbit ist. Ja. Und demzufolge die Rückkehr effizienter wird. Gut. Warten wir mal unseren Einflussbereichswechsel. Und machen erstmal ein einfaches Einfangmanöver. Auf. Da sagen wir mal. Licht. Machen wir ungefähr 35.000. Mehr und dann wird es nachher mal ein Gegenbrennen. Apo. Letztendlich vom resultierenden Orbit. Aber der ist genau genug, dass wir da keinen Stress mit dem Docken kriegen später. Mal nur sehen, dass unser Burn wieder hier korrigiert wird, damit wir nicht 5 Minuten burnen müssen, wie er sagt. Rund 300 Meter pro Sekunde, also der rechnet mit 20 Sekunden ungefähr. Verbrauchen. Warum hier? Okay. Wir hören in einer Stunde. Beschleunigen wir die ganze Sache etwas. Okay, wir sind noch drauf. 20 Sekunden ungefähr hast du geschätzt, ne? Ja. Ja, 20 bis 30. Wird so bei 15 anfangen, wa? Ja, vorsichtig bei 20, falls wir doch mehr brauchen. Vom Schub runtergehen können wir immer noch, aber später nachschieben ist schwieriger. Ja, wir liegen bei etwa 20 Sekunden Burn.